neuen Video auf meinem Kanal Divine Design Manifestation mit Patricia Dender. Ja, heute geht es um das liebe Geld, weil auch Geld kannst du genauso betrachten wie eine Person. Also, wenn ich das jetzt mit Neville Goddard übersetzen würde, würde ich sagen, every money is you pushed out. Und das heißt, jedes Geld, das ganze Geld zeigt nur, wer du bist. Und wenn du glaubst eben noch, dass Geld schlecht ist, dann wirst du über dich glauben, dass wenn du Geld gerne hast, Geld willst, mehr Geld willst, Reichtum anhäufen willst, dass du schlecht bist. Jedes Geld in deiner Welt bist du. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du erkennst, dass auch, wenn du Geld haben willst, wenn du viel Geld haben willst, dass du klar sein musst, wer du als dieses Geld bist, wer du bist, wenn du eine reiche Person verkörperst im Divine Design. Im Divine Design ist alles perfekt. Im Divine Design ist jeder Wunsch dein erfüllter Wille schon. Jeder Wunsch ist für dich schon erfüllt im Divine Design. Es herrscht Erfüllung, es herrscht komplette Fülle. Und wenn du das anerkennst, dann kannst du das auch in Bezug auf Geld anerkennen. Dann musst du anerkennen, wie groß dein Wert ist, wie großartig du bist, wie großartig dein Beitrag ist, wie großartig die Tatsache ist, dass du hier auf Erden manifestierst. Dass du hier auf Erden dich outpusht, dich in deiner höchsten, größten, wunderbarsten Version und dich eben auch als Geld outpusht. Und dann kann es nicht sein, dass Geld etwas Negatives ist, außer es ist deine Annahme, außer es ist deine Überzeugung. Und da geht es so, so tief rein, was du tatsächlich noch glaubst, was Geld bedeutet, was Geld für dich für ein Symbol ist, weil Geld ist ja nur ein Symbol, das dich repräsentiert. Dein Bankkonto, deine Fülle repräsentiert dich als Füllewesen. Und da geht es eben genau in die Tiefe reinzuschauen und zu sagen, ja, was glaube ich denn noch, wo das Geld herkommt, dass es jemandem weggenommen wird, dass ich das nicht wert bin, das Geld anzunehmen, zu verlangen, für mich zu beanspruchen, aus 100.000 Gründen, die ich mir wieder erzähle. Und wenn ich das bereinigt habe, dann komme ich in diesen Zustand, in diesen reichen Zustand, in diesen erfüllten Zustand, in diesen mangelfreien Zustand und bewege mich frei. Denke frei, bewege mich frei in meinem Kopf, denke frei über meine Wünsche, über meine Bedürfnisse, über das, was mir Freude macht, über das, was ich gerne hätte, über das, was ich gerne gebe, über das, was ich gerne nehme, denke ich absolut einfach frei und vorbehaltlos. Weil so bin ich. Ich habe keine Vorbehalte zu haben. Ich habe keine Bedingungen zu erfüllen. Ich habe nichts mehr, was mir fehlt. Ich muss keinen Mangel ausgleichen, wenn ich erkenne, ich bin göttliches Design. Ich bin im Divine Design. Erfüllung ist für mich vorprogrammiert. Erfüllung von allem. Und welche Wünsche auch du immer hast, sie sind für dich schon erfüllt. Nur musst du in die Realität hineinspringen, sitzen, gehen, dich dort aufhalten, in der Realität leben. Das muss deine Wahrheit sein. Die Wahrheit ist Erfüllung. Es gibt keine andere Wahrheit außer Erfüllung. Jede Wahrheit, die außerhalb der Erfüllung für dich wahr ist, ist eine Lüge, weil es ist unmöglich, in einem unendlichen Bewusstsein der Liebe, der Klarheit, der Wahrheit, der Erfüllung Mangel zu haben. Das ist alles ein Denken im menschlichen Design, im menschlichen Kopf, Human Design, wo ich Abhängigkeiten erschaffe. Divine Design hat keine Abhängigkeit. Divine Design ist
Und du bist, wenn du Divine Design bist, genauso wie Divine Design halt ist. Du bist Divine Design. Und göttliches Design hat keine Grenzen. Göttliches Design hat keine Lieblosigkeit. Göttliches Design hat keine Unterdrückung. Göttliches Design kennt keine Ausbeutung, weil jeder dieses göttliche Design hat und es steht jedem dieses Bewusstsein zur Verfügung. Und der Weg ist nun mal, dieses eingeschränkte Bewusstsein, dieses getrennte Bewusstsein zu erkennen, um es dann ablegen zu können, um hinterher in deinem göttlichen Bewusstsein dieser Energie, mit dieser Vorstellungskraft, in diesem Zustand, in diesem Seinszustand, in diesem Ich Bin aufzugehen. Und dann brauchst du nichts zu tun, um Geld zu haben, um Geld zu sein. Aber wenn dir nur allein dieses Wort, ich bin Geld, ich bin Reichtum, ich bin reich, ich bin Fülle, ich bin alles, ich bin Gott, wenn dir solche Aussagen noch Schwierigkeiten bereiten, Bauchweh, dann ist es absolut an der Zeit, dass du wirklich tiefer in diese Lehren von Neville Goddard, von so vielen anderen metaphysischen Ansichten einsteigst, um zu erkennen, dass du das liebeserfüllte Quantenfeld bist. Und weil du eben auch Geld bist, ist Geld pure Liebe, pure Erfüllung, pure Freiheit. Alles ist pur und klar da. Und die ganzen menschlichen Zusammenhänge, Bedingungen und Rückschlüsse haben da eigentlich nichts zu suchen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Lass es dir ganz, ganz oft auf der Zunge zergehen. Steige tief ein. Meine Aufgabe als Coach und Mentorin ist es, dein Human Design an die Oberfläche zu bringen, dass du erkennen kannst, wo es noch blockiert bei dir, wo du dich noch nicht traust, warum du dich noch nicht traust, in diesen erfüllten Zustand einzusteigen und darin zu leben und zu verweilen, dich darin zu verkörpern. Es ist ein Perspektivenwechsel, es ist ein Denkwechsel vom Human Mind zum Divine Mind. Er ist gedacht für jeden. Diese Divine Design Reise ist der Grund, warum wir hier auf Erden gelandet sind. Um uns selbst zu erfahren, um uns zu reflektieren und zu spiegeln und dann zu erkennen, dass alle Spiegel, die wehtun und die nicht Freiheit sind und nicht Erfüllung sind, eigentlich verlogene Spiegel sind und wir diesen Filter vor diesen Spiegeln ablegen müssen, damit wir unser göttliches Selbst im Spiegel sehen, in allen Situationen, in allen Dingen, auch in Geld. Geld ist für dich da in Unmengen und du darfst die Person sein, die genau so lebt, denkt, fühlt, sich verhält. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte teile es, like es. Wir wollen hier aufdecken mit allen falschen Verständnis von Manifestation, denn du bist das Manifest. Ich freue mich auf uns, auf dich. Im nächsten Video. So, gleich haben wir 2000 Abonnenten erreicht und wir starten mit der Verlosung des 1:1 Coachings von 60 Minuten. Da ich nur unter den Abonnenten verlosen will, die auch wirklich ein Coaching gewinnen wollen, schreibe dich bitte in den Link unter diesem Video hier ein.